welches Rad vielleicht bald mal nice wird, seht ihr auf jeden Fall in dem Video. Außerdem testen wir weitere Bikes und wir testen mal oder probieren einmal eine komplett neue Kategorie des Fahrradfahrens aus, abseits vom Mountainbikefahren. Das Video spielt nämlich am KE-Bikes Testival, das war letztes Wochenende. Und weil KE-Bikes mein Sponsor ist, schreibe ich jetzt einmal ein Werbevideo hin, einfach nur zur Sicherheit. Bevor wir jetzt aber reinstarten, muss ich euch nur mitteilen, dass sage und schreibe 70% aller Zuschauer noch nicht meinen Kanal abonniert haben. Holt sie schnell nach, klickt unten drauf, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Videos gefallen und schreibt mal einen Kommentar. Das hat mir sehr helfen und ich würde sagen, wir starten rein mit dem Video. Hello everyone, mittlerweile sind wir beim Testival. Wie spät ist es jetzt? Müssen wir mal schauen. Jetzt ist eine halbe Stunde erst offen und es sind echt einige Radler schon weg. Der Andrang ist groß, schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir später auch noch dazu kommen, auch selber Runden zum Fahren. Aber wir haben hier KL-Bikes. Wir haben Monbreaker, wir haben da hinten Pivot, es gibt einige Fahrräder. Und Escolab, aber die machen keine Fahrräder. Gibt es da den richtig guten Espresso, wo auf der Einladung drauf stand? Ne? Ja, noch nicht. Aber noch nicht. Ach, da ist der Karl. Ich fühle mich gerade wie so ein Fernsehreporter. Und guten Tag, Herr Sinter. Hallo. Was machen Sie hier? Rumstehen und schauen, dass die Leute was arbeiten. Das finde ich gut. Ich auch. Du machst eine gute Figur dabei. Das passt. Was ist? So, wir haben uns jetzt zwei Räder geschnappt schnell und schießen wir schnell runden. Wir haben ein bisschen ein enges Zeitfenster, weil die Radl natürlich alle durchgetaktet sind und wir jetzt eine kleine Taktpause bei den Testbikes ausgenutzt haben, dass wir mal wirklich uns kurz ein Bild davon machen können. Ich bin unterwegs auf dem Santa Cruz Heckler. Es ist mir, glaube ich, in die Kommentare reingeschrieben worden unter meinem Pivot-Video, dass ich mal das testen soll. Deswegen haben wir das jetzt geschnappt. Wir haben da ziemlich geile Ausstattung. Ich fahre gerade das erste Mal in meinem Leben mit einer Funk-bedienten Variostütze. Schon geil irgendwie. Ich muss auch echt sagen, das Heckler, das Zirko Roh, das ist motiviert, das hat Bock. Und jetzt schnallen wir uns einfach mal einen Trail auf hier oben. Oh, schwer ist. So eine elektronische Schaltung, die geht eigentlich schon sauschnell und auch saupräzise. Ja, du hast halt das Kabel nicht und dadurch hast du halt weniger Verschleiß. Und das ist natürlich auch ein Vorteil für Slopeduro, weil du halt den Schalthebel da lassen kannst. Das ist halt immer nur die Gefahr, dass du einen drischt, aber so ist gut. Hey, wir haben hier sogar mal Guter mit HC3 Hebeln. Ich glaube, bevor wir runterfahren, machen wir noch einen kurzen Bike-Check. Wir machen jetzt kurz einen kleinen, knackigen Bike-Check, weil wir es echt eilig haben. Und zwar ist ein Santa Cruz Heckler CC. Wir haben, wo fange ich denn an, einen Shimano Motor drin, wahrscheinlich ein EP8. Genau, EP8. RockShox Dämpfer, sehr geiler Dämpfer, fahre ich selber auch in meinem Radl. Wir haben eine Fox 36 Factory Mikashima. Laufradsatz ist Industry 9, dafür ist aber relativ leise. Aber Laufradsatz Industry 9. Kurbel auch von Shimano, Pedale sind egal. Wir haben eine elektrische Dropper Post von RockShox. Macht so. Voll geil. Wir haben Makura Bremsen mit Makura Scheiben, nehme ich an. Genau. Makura Scheiben funktionieren gut bis jetzt. Schauen wir mal, wie es bergab ist. Reifenmäßig haben wir dabei ein Seeger und DHR2 in der Kombi, ziemlich geil. Eine SRAM X01 Access, glaube ich, sagt man das. 12-fach Schaltung. Genau, Narben sind I9, Felgen sind von Santa. Und wahrscheinlich, ja genau, Bergtech, das ist so ein bisschen die Eigenmarke von Santa Cruz. Einen geilen, gemütlichen Escolab-Sattel, so wie wir mir auch haben. Escolab-Griffe. Und ja, das war so ein bisschen der Hobel. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Und jetzt schießen wir mal, oder? Es ist rutschig, ja. Jetzt schauen wir mal, was die Kiste kann. Oh, es ist sehr matschig, lettert. Wir fahren jetzt einmal gemütlich. Oh, wir müssen gemütlich fahren, das hilft nicht. Wir müssen hier sehr vorsichtig fahren. Boah.
Nach dem ersten Stück muss man feststellen, es ist sehr schlammig, sehr rutschig. Aber ich finde, das Rad funktioniert gut. Ich darf es natürlich gerne mal richtig runterbügeln, wenn es trocken ist. Fahren wir noch ein Breckerl. Weil man muss auch sagen, so feuchte Wurzeln, die sind auch dann auch sehr rutschig. Ne? Und es ist ja ein Test-Event, das bringt nichts, wenn wir die Räder in zwei Teile wieder zurückbringen. Wollen ja andere Leute auch noch fahren. Jetzt bin ich schon das zweite Mal auf den Hebel von dieser elektrischen Dropper-Pause gekommen. Das ist, also da bin ich nicht Fan davon. Boah. Boah. Bist du deppert. Man muss halt ständig auf der Hut sein, dass nicht irgendein Vorderrad entfernende Wurzel am Start ist oder so. Das ist schon ein bisschen kritisch. Aber ansonsten, das Fahrrad finde ich geil. Die Jungs haben sich übrigens auch die Arbeit gemacht, um das Festivalgelände oder Testivalgelände gut auszuschildern. Das heißt, eigentlich von jedem Trail, von dem man runterkommt, gibt es irgendwo ein Schild, wo steht KL Bikes Festival. Und dann weiß ich genau, in welche Richtung dass ich weiterfahren muss, dass ich wieder zurückkomme zum Festival. Abseits davon gibt es auch noch geführte Touren heute. Das heißt, wer sich also gar nicht sicher ist oder wer sich gar nicht auskennt, kann sich auch in eine geführte Tour mit anschließen. Ich glaube, es gibt heute 4 oder 5 verschiedene und morgen auch. Ui, da geht es jetzt zu, wird's auch. Wir schauen uns jetzt gerade ein Gravelbike an, weil wir jetzt eine Gravelbike-Tour machen mit Patrick und mit Felix, der irgendwo ist, aber ich weiß nicht, wo ist er, egal. Und ich glaube, es wird das da. Wir bauen jetzt ein Pedal drauf, wir bauen einen Sattel drauf, dann hocke ich mich mal kurz drauf, ob es von der Größe her passt, weil ich bin noch nie Gravelbike gefahren. Und dann machen wir unsere Tour. Genau, dann starten wir die Tour und dann schaust du mal, ob es klar kommst damit. So ganz ohne Fahrwerk. Hey, brauche ich da einen Rückenpanzer? Nein. Fullface-Helm? Fullface, Rücken, Brustband, da die alles anziehen. Ellenbogen. Was fahren wir mit? Weil wenn du mit 60 Sachen schmeißt, dann ist es vorbei. Also ich darf am besten ein Motorrad-Kombi anziehen. Jetzt schauen wir mal, wenn es bei der Größe passt, nimmst du das? Ja. Also was hast du auf die anderen? 14 oder 16, jetzt weiß ich es nicht mehr genau. Entschuldigung. Du hast einen Schmollern gehabt. Ein Schmollern. Ein Schmollern. Ja. Wir stehen da mitten im Weg irgendwie. Also so brauche ich mir jetzt nicht aufzusitzen, weil sonst bin ich keine Jungfrau mehr. Nein, da bist du wirklich keine Jungfrau mehr. Sehr leicht. Aber eigentlich ist es ja wurscht für die 19 Kilometer, ob der Sattel perfekt passt oder nicht. Ich kann doch keine 19 Kilometer fahren. Ja, du fährst ja mit dem E-Grabbler. Hallo, gehst du weg? Jonas, hallo. Hey, grüß dich. Schau, der Jonas, der kann das. Der ist ja, der natürlich. Jonas kann das wirklich. Da passt kein Bier rein. Nein? Nein. Gib mal her. Das glaube ich, passt da rein. Das kannst du reinschütten, das läuft nicht aus. Das ist eine Fehlkonstruktion, da kann man kein Bier mitnehmen. Aber er sagt, das läuft nicht aus, also kann man es quasi betanken. Du kannst reinschütten mit dem Strom. Und dann, ja, irgendwelche Schleicherl verlegen. Das ist kein Schleicherl, oder? Ich muss mit Felix die Tour fahren, damit er morgen mit den Kunden fahren kann. Also kann es auch, dass wir uns einmal verfahren. Ja, das macht ja nichts. Das ist ja in Ordnung. Machen wir mal das Radl fertig und dann. Da wird jetzt hardcore gegravelt. Da wird jetzt richtig einer aufgegravelt. Muss man so einen Helm anziehen zum Graveln? Ja, du musst dein Schild anschrauben zumindest. Dann werde ich nie ein Gravelbiker werden. Nein, musst nicht. So schaut es nämlich aus. Aber ja, du wirst merken, also wenn du öfter Gravel fährst, wenn du so die Schüttel da ist, die stört dich, du kannst nach vorne schauen. Ah. Um Gottes Willen, ich fahre jetzt das erste Mal Gravelbike. Geil, oder? Ja! So, wie geht das jetzt? Das wird lustig werden. Oh Gott, wo ist denn da die Bremse? Warte, lass mir die Autos rein. Crashkurs, da bremst man schon, ja? Ja, du, warum fragst schalten, du dann? Weißt, wie man schalten? Nein! Da und da. Ich glaube, wir werden keine 10 Meter weg kommen. Hallo, jetzt fahr mal. Ja, muss ich mal mit deinem Papier trinken und dann zurückkommen zum Wagen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh leck. Oh mein Gott. Oh leck. Hey, es geht sehr, sehr gemütlich. Ja. Das ist eigentlich angenehm. Da hockt man so gemütlich drin und tut so gemütlich an Arbeit graveln. Also, so ein Testival ist super, dass man einfach mal irgendwas Neues ausprobiert, weil woher soll man wissen, ob es was für einen ist, wenn man es noch nie gemacht hat? Boah, ich kann kein Handzeichen geben, weil wenn ich meine Hand weg tue, dann wirft es mich. Oh nein, jetzt kommt Kopfsteinpflaster. Ah! Au, 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 au! Komm, rein, komm! Ah!
Nein, das ist vielleicht nicht schlimm. Wir müssen nur 90 Kilometer fahren. Ich muss ehrlich sagen, mir macht das irgendwie Bock. Ich kann mir... Wie faul willst du sein? Ja. Ich muss aber ehrlich sagen, das ist was, das könnte man auch vorstellen, einfach mal unter der Woche nach der Arbeit so eine Stunde zu fetzen damit. Ja. Und es geht kein Gang höher mehr. Das heißt, ich muss jetzt mit dem Gang da rauffahren. Gut, dass ich einen Knieschoner anhabe und so. Ich werde jetzt so kaputt sein und werde dann auch nichts mehr testfahren. Video vorbei. Tschüss. Wenn ihr euer Fahrwerk bei KL Bikes beim Service habt, dann ist das der Mann, der das repariert. Patrick macht das ordentlich und sauber. Kann man nichts sagen. Also wir haben jetzt einmal ein bisschen was umgestellt am Radl, den Sattel ein bisschen weiter nach vorne. Ich muss sagen, es machen ein paar Millimeter machen eigentlich fast ein komplett neues Radl beim Graveln. Das ist echt der Wahnsinn. Patrick? Ja? Patrick, was ist denn gerade passiert? Schafberger Felix hat sich verfahren. ja, genau. Also unser Navigator auf der Tour, muss ich sagen, Kompliment, alle Achtung. Kann sein, dass wir uns einmal verfahren. Oh, ich weiß nicht, ob ich den Lenker so oder so... Ah, nein. Keine Experimente jetzt. Das ist jetzt schon wieder mal gar nicht lustig. Wo sind wir jetzt gerade, Patrick? Bei der Kapellen! Bei der Kapellen und bei der Kapellen müssen wir links. Das ist die Kapellen. Ja, Juli, weißt du, wo wir jetzt sind? Hä? Wo bei sind? Der Kapellen? Ich hab das schon gelernt. Ich möchte wissen, wie schnell das wir sind. Boah, das fühlt sich so ungut an. Don't touch the brakes. Oh nein, ich glaube, ich touch the brakes. Oh, ich touch the brakes. Ich bin raus. Das ist, wenn es nicht wird, dass wir da zerberstet. Kritisch. Ey, da brauchst du ja ein gottvertrauendes Material, das sage ich euch. Oh. Also, das schnellste Stück war zu 55. Ui, krass. Und ich war nicht einmal so schnell wie du. Jetzt hast du das erste Mal im Leben angestrengt, oder? Ja. Es hat aber wirklich Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht. Ohne Schmarrn. Also, das ist was für Onlyfans, ne? Jetzt gibt es erst einmal eine Pizza, die ist jetzt bitter nötig. Jeder kriegt übrigens nach dem Ausleihen vom Rad, also nur pro Person und nicht pro Rad, einen Getränke- und einen Essensgutschein in der Pizzeria direkt daneben. So, wir fahren jetzt einmal runter. Und zwar endlich mit dem Pivot Shuttle SL. Das ist das. Die kleine Revision vom LT, das Julia fährt. Und der HB601, da gibt es das richtig Drecker, der fährt mit uns mit einem Firebird. Das ist nämlich nicht so eine faule Sau wie mir. Wollen wir ja, man merkt schon, das ist kein LT, aber es geht trotzdem gut. Das ist, glaube ich, ein Fahrzur-Motor, oder? Ein Fahrzur-Motor. Achso, das ist wirklich so, Fahrzur. Ich habe gemeint, dass es nur ein lustiger Nebeneffekt ist. Nein, dieser Münchner Firma. Geil. Ich habe gemeint, das ist irgendwas Chinesisches und das heißt halt zufällig so. Wenn wir jetzt hier. Ein Teil von einer Marke, die ich nicht aussprechen kann. Comet. Comet? Comet. Da steht aber was anderes, glaube ich. Ja, ich soll es schon wissen. Also. Heulmödern, das sind Franken. So. Und dann sitzt es da unten so herin. Und dann kann sich der HB 601 da so einhängen. Und da dazu tauschen wir jetzt. Oh. Okay, bist du bereit? Geht's? Boah, das merkt man ja kaum. Da habe ich 96, das ist jetzt meine Kindheit. Machen wir eine schöne Fahrradtour, wa? Aber du trittst mit, gell? Ja, ich tritt mit, ja. Das merkt man. Funktioniert gut in der Konstellation, wenn einer ein großes E-Bike hat und der andere nicht. Aber ich glaube, mit einem Light weiß nichts, meine. Wir gehen mal kurz durch. Pivot Shuttle SL. Was haben wir so dran? S-Collab Sattel, Bike Choke, Sattelstütze. Eigentlich fast das gleiche wie damals beim Shuttle LT, Newman Laufradsatz, Desektor hinten, DHF vorn, interessante Kombination. Was haben wir für Fahrwerk? Fox Float X Factory und vorne eine 36er. Gewicht ist auf jeden Fall viel leichter für das Shuttle LT. Der hat sogar fast sagen, echt okay leicht. Ne? Aber wir schauen jetzt einfach mal, wie das Ding abgeht. Sendet. So. Schauen wir uns das mal an. Es fährt sich ja leichter. Oh. Interessant. Das war jetzt blöd. Da ist es voll schwer, wenn wir das machen. Es ist aber auch gut rutschig. Muss man jetzt auch sagen. Boah, weh.
Shuttle SL von der Wendigkeit her, Traum. Richtig, richtig geil. Mit einem M, da fühle ich mich halt wie zu Hause auf meinem Mach 6. Ne? Das ist wie das Mach 6 mit dem Motor. Das ist eher meins als das Shuttle LT, obwohl das Shuttle LT eher besser bergauf geht. Halt die Pappen. A little bit of a slippery surface. Oh, leck mich am Arsch. Oh, Alter, mein Arsch wird gerade gesandstrahlt. Ja, vierte gut. Viel Teufel ist das Gatschig da. Oh, war das jetzt krass, du. Eine Drehgeletten. Das war gerade alles, außer lustig. Da gingen auch Spuren rein. Aber da gingen die Reifenspuren weiter. Jetzt weiß ich nicht mehr, was wir da sollen. Ja, ich glaube, da geht's weiter. Boah, da rutscht er mit beide Reifen. Das ist Übersteuern und Untersteuern in einem. Das war aber nicht die richtige Strecke. Das war nicht die richtige Strecke. Ehrlich, das Ding. Also ich glaube echt, Shuttle SL, das ist es. Ihr habt es gesehen, das Pivot Shuttle SL ist auf jeden Fall das Highlight von meinem Wochenende gewesen. Ich werde es auf jeden Fall nochmal testen, weil es war jetzt hier zeitlich sehr begrenzt, von den Conditions her auch nicht so gut. Es hat mich aber trotzdem sehr gecatcht, deswegen müssen wir das nochmal ausführlich auseinandernehmen. Das Thema Gravelbike habe ich auf jeden Fall auch für mich entdeckt. Danke nochmal an Patrick und an Felix für die Tour, das hat echt mega viel Spaß gemacht. Wenn euch das Thema Gravelbike interessiert, lasst es mich gerne in die Kommentare wissen, dann nehme ich euch mit, wenn ich mir ein Gravelbike kaufe, wie ich es ein bisschen umbaue und wie ich dann damit fahre. Und jetzt sollte ich sagen, wer es noch nicht gemacht hat, lasst mir noch ein Abo da. Wie gesagt, 70% aller Zuschauer haben es noch nicht gemacht. Lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mal einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video übrigens in Schladming. Habe ich die Ehre.